Hallo. Ah, funktioniert sogar. Geht das so? Doch, geht, super. Also, vor zwei Wochen hat mir jemand gesagt, ich mache den GPN-Rückblick. Und wie das so ist bei einem guten Gin, hat das alles einen Haken bei diesen Rückblicken. Oder bei den Wünschen, die erfüllt werden. Ich habe den Wunsch natürlich sehr gerne erfüllt. Da sich dann aber einige, bis auf Heiko, nicht so freiwillig gemeldet haben, habe ich mir was Besonderes für später überlegt. Wir machen aber jetzt erstmal die Geschichte der GPN, wie es damals anfing. Das übernimmt Heiko. Und damit es ihm ein bisschen schwerer gemacht wird, habe ich ihm mal eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Test. Viel Spaß. Ja, ich bin der schlechteste PowerPoint-Karaoke ever. Mach mal nächste Folie. Ja, ihr könnt ja alle lesen, oder? Ja, gut. Ach, Manuel, was wollen wir nur machen? Deine Mutter, Horst. Wer ist denn Horst und Manuel? Der aussieht wie Horst, der rechts, das ist halt Horst. Und Manuel glänzt durch Abwesenheit. Ich sollte zur Sicherheit noch sagen, dass ich auch nicht ganz fertig geworden bin mit den Folien. Heiko, ja, das machen, ist ja? Super. Horst sagt, oh Alter, mir ist voll langweilig. Du bist dran. Ja, mach mal hier, ich kann nicht klicken so. Ja, da sagt doch der Manuel auch noch was. Echt? Ach, da unten. Ich dachte, der hätte eine komische Hose an. Alter, dann lass uns mal Gulasch kochen. Spannung. Ah. Da steht irgendwas. Ist nicht wichtig, dass der Text. Ah, okay. Dann Horst sagt, ja, das ist aber öde, lass uns noch was programmieren. Nee, ich nicht. Du bist echt schlecht im PowerPoint. Ich bin voll übel so. Ich hasse dich. Ja, Manuel sagt dann irgendwie, ich mach was mit Lisp oder so. Horst hat sich vor Freude dupliziert, aber das ist bei Aliens halt so. Ja, geil, ich muss nichts sagen, du kannst weiterklicken. Nee. Selbst wenn, ich würde dann trotzdem ultra sacken. Horst erzählt irgendwas Lustiges über Perl und IP-Tables und ich glaube auch, ja, der erzählt, hat zu viel gekifft. Genau, der redet Französisch, das versteht so keiner so. Horst spielt mit sich selbst, das ist ganz schön. Genau, ja, Horst geht schon mal Go spielen. Und setzt sich Schachmach, ja, du musst da ein bisschen in künstlerische Freiheit und so. Ja, daran kann ich mich erinnern, das war genau so. Was? Woran kannst du dich erinnern? Ja, das war's schon. Ah, cool. Das ist aber auf ganzer Linie versagt, Heiko. Ja, Mist. Deswegen kriegst du jetzt nur so ein Get Digital. Geil, ich bin instructable. Ja. Cool. Aufnehmen. Das hält nicht. Ja. Ich habe mir dann überlegt, es wäre, glaube ich, jetzt irgendwie nicht sinnvoll, irgendwie alle GPNs vorzustellen. Deswegen fange ich einfach bei den ersten drei an, weil die eigentlich die spannendsten sind, wenn man da so die Entwicklung sieht von dieser Programmiernacht. Von der man wahrscheinlich mal 1001 haben werden. Hier Horst in echt und so?
Genau. Damals 2002, die Folie ist gerade irgendwie weggegangen, hat sich eben Manuel überlegt, lass uns doch mal Gulasch kochen. Und dann ist auch gleich dieser wunderschöne Flyer entstanden. Mit, steht da drauf nochmal, für 500 Gramm Lispearl Assembler und 250 Gramm C, genau. Ich drücke einfach mal weiter und lass Heiko das machen. Ah. Dann, ja, auch ein... Ein sehr motiviertes NOC-Mitglied. Und ja, damals haben wir das alles noch so ein bisschen irgendwie nicht so professionell gemacht wie dieses Jahr. Es war alles an einem Platz, ja. Es gab auch noch keine Clubmate, wie man sieht. Also aber von der Ästhetik, von den Plakaten her schaffen wir es eigentlich immer noch, das irgendwie die Tradition irgendwie beizubehalten. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht lesen, weil ich keine Brille auf habe. Soll ich vorlesen? Ja. Also es gibt T-Shirts, Gulasch Programmiernachts-T-Shirts, das könnt ihr da wohl angucken, und zwar in XL und in XXL. Und die haben auch damals schon 15 Euro gekostet, oder wir sind billiger gerade, ne? Wir sind billiger. Ich hab dieses Jahr keins gekauft, noch nicht. Also, da gab es schon Euro. Ja, ja, das war so, war zwar alles noch schwarz-weiß so, aber Euro hatten wir schon. Horst jetzt seine Jacke auszieht, dann kann ich hier mal kurz... Kannst du mal über den Laufsteg rennen hier? Tanz uns hier... Ja, du bist farbig, aber die Welt war noch, die Perzeption war noch schwarz-weiß. Geh auf die Bühne. Also, das ist jetzt Gulaschnaht GPN 1 in XXL. Original XL. Genau, also damals war das, also wir haben jetzt hier wunderbare Veranstaltungstechnik rund um die Uhr, die uns alles abnehmen und so weiter. Damals haben wir das noch ein bisschen improvisiert. Aber ist keiner zu Schaden gekommen, das ist schon okay. Das ist Heiko auf der GPN 1, da hinten sieht man Horst. Das ist das gleiche. Ihr habt die T-Shirts gewechselt. Ja, das ist halt die Frauenfußball, das ist ja auch gerade hip, da hat man danach halt getauscht. So. Also wie man sieht, war er damals auch schon XL. Dann, also das Gulasch war damals auch noch ein bisschen improvisiert. Also das ist die ultimative Menzi-Gulasch-Suppe im Konzentrat. Just add water, lecker, lecker. Die Lockpicker, das ist erwähnenswert, weil die haben sich damals auf der GPN 1 gegründet, die Ortsgruppe der Lockpicker. Mit Dirk, den ich noch nie gesehen habe. War der anscheinend da? Der war wichtig für die Gulasch-Versorgung. Ja, absolut. War der? Ja, ja. Der hat dann Chili, so viel Chili reingemacht, dass es keiner mehr essen konnte. So. Genau, was dann ungefähr damit geendet hat, es war ein bisschen Griff ins Klo. Heiko, ich war leider nicht bei der GPN 1, die übrigens im Keller war, im Gewerbehof. Und ja, in dem Gewerbehof oben drin, genau. Aber was ist denn das? Das ist der Proktologen-Workshop, glaube ich. ja, wir haben mit der Gulasch-Entsorgung damals uns noch nicht so gut ausgekannt. Das haben wir gefailt, ja. Das war die Asiasuppe, die wir Asiasuppe. Ja, Jungen haben wir immer noch. Ja, bereiten es heute aber anders zu. Fahrplan war damals auch schon professionell. Also ist minutengenau durchgeplant. Wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt, bei 16 Uhr haben wir dann diese Korrektur drin, wo dann der Vortrag über IT-Tables um 16.10 Uhr war. Das heißt, das Timing war damals 1A abgestimmt. So mit Online und so, das gab es damals noch nicht. Die Bar. Die gute Drogenbar, ja. Schicker Pulli. Ja, Gulasch-Zubereitung. Wir mussten das ein bisschen pimpen, weil das hat alles nicht gereicht. Aber, wir haben Deckel vergessen. Ja, es gab irgendwie keine Deckel, aber das wurde auch nicht besser so. Dann sind wir schon bei der GPN 2. Das war total professionell damals. Wir haben bei den Pfaffwerken, doch Pfaff, oder? Die ehemaligen Pfaffwerken, jetzt Raumfabrik Durlach, waren schon damals Raumfabrik, die haben uns das gegeben. Kam dann noch jemand von der BNN vorbei, so ein Praktikant, dann haben wir dann gesagt, ja, weil es war auf Heise damals schon, nicht nur dieses Jahr, sondern GPN 2 war auch auf Heise, dass wir vielleicht so mit 500 Leuten rechnen müssen, und wie Medien so sind, stand es halt in der Zeitung dann drin, dass 500 Leute da waren. Eine sehr
sehr grobe Schätzung. Das hat Heiko damals irgendwie entworfen, wie man sieht, das war ein Informatiker, dem ist auch, was man schon allein in der Orientierung irgendwie sieht. Ja, oder? Das war das übliche, muss mal einer was machen, keiner hat was gemacht, dann habe ich so Nacht und Nebel kurz vorher noch was zusammengeklickt. Horst auf der GPN 2 mit dem Lard und Kabelpeitsche. Ich glaube, das ging darum, wenn Abuse stattfand, fand anderer Abuse statt. Nur damit ihr das zeitlich einordnen könnt, das ist lange her. Damals hat man noch USB-Sticks gehabt mit 128 Megabyte, also schon ein bisschen, und das war nicht mal aus einem Stück, das muss man noch irgendwie reinstecken. Irgendwie. Genau, die Lounge ist jetzt... Inzwischen, also wir haben uns da weiterentwickelt mit den Sitzmöglichkeiten, aber hier gab es halt schon Ingenieurs, die sich da geholfen haben. Ja, wobei der Rustikal-Look war schon ziemlich cool, ne? Ja. Also. Dann, das war das Clubmate Labor, also Papa Loscher kam persönlich vorbei und hat irgendwie das Getränk bei uns entwickelt damals. Irgendwie mit der Kaffeemaschine, also frag mich nicht, was da passiert ist. Dann haben wir unser GPN-Biergarten. Mit angeschlossenem Vortrag-Equipment. Beste Akustik ever. Ja, super. Top Akustik, ja. Technik, die begeistert. Unsere Veggie-Dinger. Ja. Genau, das ist Heiko auf der GPN 2. Immer noch XL. Die Küchensituation war etwas besser. Ja, wir hatten einen professionellen Catering-Service, der hat das auf Heise gelesen, hat gedacht, oh, da kommen 500 Leute. Hat gesagt, ich mach das und ich nehme einfach die Einnahmen mit. Und, Problem war nur, das will er nicht erzählen, weil er verklagt wird. Das wird nicht halt verklagt, dass dann, dass er irgendwie aufs Klo gegangen ist und sich die Finger nicht gewaschen hat. Und ja, und der Dude war halt irgendwie so Veganer fünften Grades, der isst nichts, was einen Schatten wirft. Und der hat halt irgendwie nur Sachen gehabt, die extrem interessant geschmeckt haben und keiner wollte es haben. Und dann haben wir... Hatten die so viel Miese gemacht, dann haben wir denen sogar noch die kompletten Getränkeeinnahmen geschenkt. Ja. Genau, das war das Haxende. Ja. T-Shirts, immer noch ein XL. Also ich finde auch schön, dass wir jetzt ein bisschen von der Farbe her ein bisschen kreativer geworden sind und schwarz genommen haben und nicht mehr die mit gelben Flecken. Die konnten wir aber als Aufkleber kaufen, die gelben Flecken. Gab's da schon irgendwie was Kleineres als XL? Ich habe damals XL auch gekauft, XL. Dann weiß ich nicht. Verschenke ich dann. Ah, und Noctim war aber müde, nicht mehr so müde, ein bisschen motivierter. Und Apple hebst da schon. Genau, da sind wir schon bei der GPN 3. 2004 im Z10, das ist hier so ein Studentenkneipe und WG-Ding, so ein selbstverwaltetes, glaube ich. Doch, selbstverwaltet. Das war ziemlich lauschig. Nicht mehr 500 Leute, also eher so 60. Wir haben aber versucht, so ein bisschen unser Feeling von der GPN 2 beizubehalten. Dann haben wir ein paar Bierbänke aufgestellt. Die Vortragenden haben das aber nicht so gut angenommen, sind dann lieber in die Räume hochgegangen. Heiko auf der GPN 3 immer noch, leicht BXL, ja. Genau, er hat versucht, irgendwas in seinem Ranzen zu verstecken. Steganographie, ja. Die Lounge, schon professioneller. Also damals, wenn man da irgendwie drauf guckt, wo ist jetzt mein Laserpointer? Da. Damals wurde offensichtlich noch mit Magie irgendwie gearbeitet am Coden. Ja. Ihr habt ihn alle erkannt, ne? Also irgendwie Manuel, der von den Folien, von dem Comic, der zweite von links. Das war das Hackcenter, ein bisschen kleiner. Im Z10 hat man nicht so viel. Laptop immer noch Mangelware. Das ist Horst auf der GPN. Ich weiß auch nicht, warum Horst immer so einen autoritären Blick irgendwie. Er hat auch irgendwie seine Killer-Lederpants an. Höschen. Snock, auch professioneller geworden. Ist aber jetzt auch ein bisschen größer geworden. Die machen jetzt auch mit Glas und so hier. Ja. Die Blueprints. Das war
automatisch. Das Ding ist ein bisschen, hat eigenen Willen. Genau, wir hatten damals schon Pläne und so, also das ist auch nur ein Stockwerk. Die erste Clubmate-Flasche, die ich jemals gesehen habe, habe ich auf der GPN 3 gesehen. Das Experiment von der GPN 2 ging da auf. Ja. Vortragsprogramm, das ist Kerf aus Bremen, der nicht erkannt werden will. Aber wie man sieht, ist hier das mit dem Strom dann ein bisschen professioneller gelöst worden. Dann mit der Zeit wird es besser. Das war das erste, nee, ich glaube nicht das erste Spiel. Ich glaube, in der ersten GPN wurde auch schon Core Wars gespielt, also dieses eine Programm, das aber nicht von uns selber entwickelt wurde. Das ist das erste Spiel, soviel ich weiß, dass, also hier TypeSpeed-Schnecken, TypeSpeed-Contest, das auf der GPN oder für die GPN entwickelt wurde. Da ging es dann darum, irgendwie so schnell wie möglich Wörter abzutippen. Über Lab-WLAN konnte man sich da einloggen, bis dann irgendwie Blueloop ein Perl-Skript geschrieben hat. Und ja. Ja, aber ich glaube, von den menschlichen Teilnehmern hat Manuel gewonnen. Der hat ihm parallel noch eben was erklärt so und mit der linken Hand alle anderen überholt. Das war ziemlich spektakulär. Genau, also da hat man kein T-Shirt, dafür hat der Föbut dann dafür so gesorgt, dass wir die Girlies hatten. Hat sich nicht durchgesetzt. Dann, ja. Heiko und ich haben es dann in zu später Stunde nach ein paar Bier dann anprobiert. Leider hatten wir Horst seine Lederhöschen nicht dabei. Ja, ich glaube, das war es schon in der Dia-Show. Ja. Oh, jetzt freue ich mich so darauf. Also ich habe mir irgendwie überlegt, es macht nicht Sinn, die GPN 4 bis 10 irgendwie nochmal im Detail vorzustellen. Das war ja jetzt schon langweilig genug mit dem Dia und so. Deswegen habe ich das in eine andere Form gepackt und habe mir gedacht, so, es wäre ganz nett, ein paar Anekdoten und so zu erzählen. Und genau, wenn wir den Beamer anmachen würden. Ja, weil sich ja so viele freiwillig gemeldet haben, um genau zu sein, nur Heiko. Ja. Habe ich es anders so gemacht und habe eine Glücksfee mir besorgt, liebe Deborah, bezaubernde Genie. Du darfst jetzt drei Personen hier aus diesem Becher ziehen. Und hier darfst du vorlesen, nachher darfst du nicht mehr vorlesen. Und wir versuchen die jetzt natürlich dann hier vorne auf die Bühne zu kriegen. Drei Stück. Ja. Kann jemand diese Jeopardy-Wartemelodie summen? Ich könnte ja irgendwas Schmutziges in der Zeit erzählen. Ja. Jack McCrack. Bitte auf das rechte Sofa Platz nehmen. Oh, außerdem der Starbuck. Ein Applaus für Starbuck. Bum, 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 bum. Starbuck, Starbuck. Und dann hätten wir noch Dividum. Starbuck weigert sich ein bisschen. Er ist schüchtern. Das kennt er nicht hier. Er kommt aus einer kleinen Stadt. Genau. So, weil ich jetzt irgendwie diese ganzen Software-Sachen irgendwie blöd finde, weil die immer irgendwie andere Bugs haben, haben wir ja irgendwie gesehen bei Gulaschbeiz, habe ich das jetzt einfach mir ein bisschen gespart, irgendwie Software dafür zu schreiben, habe einfach eine PowerPoint gemacht. Das ändert das Konzept vom Jeopardy so ein bisschen. Also wir müssen jetzt das irgendwie improvisieren. Die Glücksfee, die müsste mir kurz helfen. Glücksfee und Jury. Ich kriege nämlich jetzt die Lösung mit den Punktzahlen. Ich werde mich bemühen, diesmal auch nichts. Genau. Genau, nicht jetzt hier. Und du musst jetzt notieren, wer welche Punkte bekommen hat. So, das ist also einfach immer danach. In Kannst du auch wieder da hinsetzen. Oder je nachdem, mach wie du es willst. So, ich gebe das dann ab. Genau, also die Reihenfolge kommt jetzt einfach automatisch.
Und wir haben die Buzzer, die müsst ihr selber machen. Das heißt, ihr müsst einfach laut Möb schreien. Und Jeopardy funktioniert so, dass ihr eine Antwort kriegt, die in Form eines Satzes oder eines Bildes kommt. Moment, ihr müsst es auch sehen, gell? Das ist echt blöd. Nein, die sehen die Vorschau dann. Kacke. Allen Scheiß, was wir denken. Wir hacken das hier. Ihr wisst ja, Hacker werden hacken, wir machen das irgendwie cool. Kann ich nochmal die Jeopardy-Wartemelodie haben? Moment, die Lösung sehen die ja nicht eigentlich. Die habe ich ja nur im Kopf und Deborah. Ja, klingt es. Okay, das geht schon. Dann fangen wir an. Also ihr müsst möpen und dann müsst ihr eine Frage stellen, worauf das, was auf dem Bildschirm ist, die Antwort ist. Ja, Jeopardy. Habt ihr das verstanden alle, liebe Kinder? Okay. Kategorie Fail für 100. Horst kippte ihn aus und Heiko hat dazu Kotzgeräusche gemacht. Wieder? Scheiße, da war eine Frage. Was ist der Gulaschtopf? Fast. Okay, ihr habt alle gefailt. Raus, neue Teilnehmer. Ja, was ist gut? Ich mach's. Du kriegst das hin. Also, weil die Horst und Heiko haben dann halt irgendwie Gulasch gekocht und auch noch Reis mit Scheiß und irgendwie wurde es dann irgendwie kontaminiert. Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich da auch nicht dabei war. Und dann hatten die halt einfach das Problem, dass es halt keine Sau gegessen hat auf der Gabern 1 und haben es dann einfach auf dem Lidl-Platz ausgekippt. Und die Frage, die hier dazu kommt, ist: Was ist mit dem Reistopf von der GPN 1 passiert? Das war Fail für 100 und ihr habt schon richtig gefailt. Also. Ja. Om nom nom für 300. Möp. Was ist der Hallo Pizza Turmbau Contest bei der ersten GPN in der FH? Das stimmt nicht. Dann, was ist der Pizzabau-Contest bei der zweiten GPN in der FH? Korrekt. Ja. Das war die GPN. Ich habe hier was anderes. Das ist die zweite GPN in der FH, das lasse ich gelten. Das ist die GPN 5 gewesen. Fail für 200. Ja, sie meinten, die Leute hätten nicht sofort reagiert und sich mit anderen Leuten unterhalten und so. Ist vielleicht so schwierig, ich weiß. Das weiß man vorher nicht so. Tja, Zeit um. Die Frage dazu ist: Waren die Leute mit GPN 10 bar unzufrieden? Ich weiß noch nicht genau, was manche Gäste hier so von der Veranstaltung für einen Professionalisierungsgrad erwarten, aber es kann halt mal sein, dass die Leute hier irgendwie sich mit Menschen unterhalten und dann halt vielleicht nicht sofort ihren Tunk hinstellen. Nerds für 200. Ja, ich will einen Möb hören. Ihr werdet doch dazu eine Frage stellen können, oder? Hatte ich damals eine bessere Frisur und ein schickeres T-Shirt? Nicht ganz die Frage, die ich gewollt habe, aber doch, lasse ich gelten. Also das da bin ich, sehr entspannt, das ist Manuel und das ist die Wiederum. Alle ein bisschen jünger auf der GPN 2 in Durlach. Da ist wahrscheinlich Nikola oder so.
Weiß ich nicht genau. Fail für 300. Wir haben dann einfach die 200 Stühle dorthin rübergetragen und die anderen 200 Stühle von dort her getragen. Also, wie haben wir das Stuhlproblem mit den ZKM-Stühlen? Die von ZKM hatte das HFG-Stühle gemietet. Genau, und wir hatten sie auch gemietet. Dann gab es leichte Schwierigkeiten. Und wie haben wir das gelöst? Wir haben die 200 Stühle hier dorthin getragen und haben die anderen 200 Stühle aus dem ZKM hergetragen. Fail für 400. Ja, seitdem ist inoffizielles GPN-Motto kein Schunk für Zahnspangenträger. Sagt echt alle heute, das ist unglaublich. Es wird nachher noch viel schlimmer. Ja, wann war das? Ich würde sagen, ja, was war der Kotzunfall mit dem nicht mehr, also Minderjährigen, mit der minderjährigen Person zur GPN, ist es 11, was jetzt 10? Jetzt ist 11. Zur GPN 9 gab's 8. Nicht. 10 gab es ja. Nicht. GPN 8. Das ist korrekt. Es kann auch GPN 10 gewesen sein, aber das nehmen wir nicht so genau. Om nom nom für 400. Alles zu alt. So alt ist das, so alt ist das nicht. Ist sogar hier im Gebäude gewesen. Was? Ah, was ist Kochen für Nerds mit Essen in Wasserkocher kochen? Lass ich gelten. Also das war ein Workshop von Mela Eckenfels über Kochen für Nerds. Hat er auch das Buch geschrieben von O'Reilly. Und da hat sie vorgeführt, wie man in einer Plastiktüte eine ganze Mahlzeit zubereitet. Nock für 200. Ja, das gesamte Web.de-Netz war gesperrt, weil sie Angst vor uns hatten. Ja, weil ich löse da mal auf, weil die fehlen alle schon wieder. Fail 500. Wir waren, das war GPN 2 und wir waren gegenüber von web.de und die haben uns Netz gegeben, aber wir durften kein Kabel legen, weil es verboten ist. Dann haben sie WLAN gemacht und haben sie gesagt, wir sperren euch aus, ihr kommt nicht bei uns rein, geht kein Ping durch, alles andere könnt ihr machen, ist ein Scheißegal, schönes Wochenende. Zitat Felix Pfefferkorn. Es war aber keine Frage, aber ich, naja, ich hab, außer kann eh nicht gewinnen, ich kann nur verlieren. Om nom nom für 100. Wozu führt falsches Suppenentsorgung? Sehr gut. Om nom nom für 200. Welche vegetarischen Mahlzeiten gingen auf der GPN 2 nicht so wirklich weg? Korrekt. Und waren übrigens auch ziemlich scharf. Ich habe da in eine Chili reingebissen und war dann irgendwie eine Viertelstunde lang bleich. Ja, wir wollten ein bisschen Getränkeverkauf ankurbeln. Om nom nom für 500. Also ich will nicht wissen, wer das ist. Wer hat die Chili gebissen? Er müsste zumindest sehen, welches Gebäude es ist, oder? Also die Frage dazu ist, wie gut hat das Gulasch auf der GPN 8 in der HFG hier geschmeckt? So gut. Hab ich irgendwas gekocht mit Birgit zusammen damals. Nock für 300.
Benedikt hatte an einem Wochenende 1,21 Terabyte auf seinem Studi-Account angesammelt. Sag mal, wart ihr nicht auf GPNs? Doch. Kann noch nicht so lange her sein, sind wir schon Terabyte. Ja. Wozu führt schnelles Internet? Das ist mir nicht. Nee, falsch. Ja. Ja. Also die korrekte Frage ist, wozu führte unsere leicht improvisierte Netzinfrastruktur auf der GPN 5 in der FH, da wir ja gewisse Schwierigkeiten hatten, weil die RZ-Menschen dort alle im Urlaub waren, sodass wir dann ein Netzwerkkabel von Untergeschoss hochgelegt haben, dann da den Router dran getan haben. Und dann noch das Problem hatten, dass wir noch ein VPN fahren mussten. Wir mussten uns dann mit Benedikts Studi-Account in einem FH-Ding einloggen. Und die komplette GPN ging dann über den Tunnel durch von diesem FH-Account auf einen Root-Server von Flohase und dort dann ins Internet. Und da kam es dann halt so ein bisschen was mit Dings, also mit Terabyte auf seinem Accounting. Naja. Die haben nie was gesagt, sagt Benedikt gerade zu. Ich habe dann extra noch, weil ich das wusste, habe ich noch ein paar Zettel aufgehängt, wie beim Kongress, so use some bandwidth. Das wurde, glaube ich, missverstanden. Naja. Nerds für 100. Da will ich immer wissen, welche GPNs es ist und wer auf dem Bild ist und so. Wer ist 10 Uhr auf der GPN im AKK? Ja, du weißt die Nummern eh nie, oder? Also. GPN 7, ich lasse es gelten. Hat er 10 Uhr gesagt? Ja. Ah. Bist du betrunken? Nein, nicht betrunken ist das Problem. Es gab doch keinen Schock. Nerds für 300. Möb, was ist die total coole Feuer-Action hinterm AKK, also auf der GPN 7? Korrekt. Also da gab es irgendwie Feuer, Streichhölzer, irgendwie 10.000 Stück oder 100.000 Packungen oder sowas, so die alle verbrannt so wurden. Wir haben sie extra auf Alufolie gelegt, aber die Alufolie ist blöderweise trotzdem geschmolzen und hat eine echt üble Sauerei hinterlassen. Nock für 100. Das ist kein Bild von der GPN, aber ich fand es so gut und Hannes... Möb, was ist Hannes auf deiner Geburtstagsparty? Der Mensch, der hier das noch macht. Das ist nicht korrekt, aber es geht um Hannes. Ja. War das nicht deine... Nee, das war auf MRM-CD, sagt Hannes. Das Bild ist so hübsch. Ich habe es anonymisiert, damit es nicht... Nerds für 400. Da steht sogar dein Name drauf. Ihr wisst nicht, wer das ist. Das ist Olli. Warum sagst du es dann nicht? Und auf welcher GPN? Ja. Ja, wer ist Olli auf der GPN 2? Falsch. Ich dachte, das wäre die Visa an Apple Geeks früher aus, aber... Z10 ist das hier, das Gebäude, deswegen ist es auch 400, weil es ein bisschen schwer ist und so ein leichte, verwirrende Elemente drin sind. Es könnte ja sein, dass es eine ältere GPN war. GPN 3 war das. Nerds für 500. Da wird sich jetzt jemand ganz besonders über dieses Bild freuen, das er versucht hat, aus dem Internet zu löschen. Werdet ihr nie drauf kommen, wer das ist. Es ist mein Kollege, hat das Bild gefunden. Ihr
ist schon klar, dass ihr was machen, sagen müsst, oder? Also ja, wie hat sich Starbuck auf der GPN 5 verkleidet? Was? Also Leute, da ist ein Badge von der richtigen GPN. Aber die Nummern muss man trotzdem im Kopf haben. Und die Tassen. Falsch. Das war die GPN 6, Protecting Your Private Bits. Das war Starbuck. Ich wurde auch verschönert. Ich war I'm a PC. Habe ich nicht da. Nock für 400. Wer ist JC Home auf der GPN im ACK 5? Falsch. Frustriert mich so. Das also Leute, das ist das gleiche Gebäude. Die sind echt so blöd dafür. Also, das war so warm, dass man irgendwelche Sonnenschutzsachen brauchen konnten, weil man hier oben die das Licht, wie heißt denn das, Garderobe, die bla. Jalousien nicht runter machen konnten. Genau, und deswegen haben sich die meisten Leute unter anderem das Nock, das heißt, glaube ich, an der wärmsten Stelle des Ganzen. Das ist halt Hot Potato Routing, habe ich gestern Abend gelernt. Ich habe das Wort nie gehört. Genau, und das war Jay-Z. War ein bisschen warm. Seitdem sind wir ja unten hier. Nock für 500. Der Vortragende über digitale Signaturen war der Einzige, der darauf reinfiel. Frage? Was war der fiese Hack mit Poprotz, der E-Mails an Leute verschickt hat, die ihre E-Mails mit POP3 unverschlüsselt abgeholt haben? Welche GPN? Auf der GPN 2. Korrekt. Die Software gibt es immer noch, das ist so ein Proxy, den kann man da irgendwie zwischen reinklemmen, wenn man dann irgendwie einfach E-Mails mit unverschlüsselt abholt und deswegen das Passwort durch die Gegend bläst, hat er einfach alternative E-Mails injiziert, wo dann das Passwort drin stand und ruft uns dann irgendein verzweifelter Vortragender an, der dann meinte, er hat 400 E-Mails bekommen, sein Rechner wurde gehackt und so. Da haben wir ihm das mit den digitalen Signaturen mal ein bisschen erklärt. Mit der Verschlüsselung, ich meine, Signatur ist aber da was anderes, das ist ja so weit war er noch nicht. Fail für 500. Einer, der kam dann aber doch nicht. Was ist die GPN 9? Ja, ich lasse es gelten. Die Frage wäre aber gewesen, wie viele Besucher hatten sich auf der GPN 9 angekündigt? Oh. Dazu sollte ich sagen, dass wir letztes Jahr die GPN 9 eigentlich veranstaltet hatten und es hier irgendwie reserviert hatten, aber dann wegen irgendwelchen Schwierigkeiten dann eine andere Veranstaltung noch war, sodass wir dann eine Woche verschieben mussten. Und weil wir natürlich das Problem hatten, das dann auch kommunizieren zu müssen, haben wir einfach gesagt, wir veranstalten die GPN 9 trotzdem bei uns in den Clubräumen und machen halt die GPN 10 off by one, was Motto, eine Woche später. Genau. Und der Mensch, der zu GPN 9 trotzdem kommen wollte, weil er halt Bahntickets geholt hat, den haben wir halt bei uns zum Club eingeladen, hatten uns Vortragsprogramm für einen Tag überlegt. Wir hatten auch Frühstück. Die GPN 9 war die erste GPN, wo wir Frühstück hatten. Der kam dann aber doch nicht irgendwie. Applaus. Also verdient, ihr dürft es ja auch ausbuhen. Also. So. Was ist deine Auswertung? Ganz klarer Sieger ist Starbuck. Die waren so schlecht, wir behalten die einfach selber, oder? Das zieht er eh nicht an. Jeder kriegt so ein. Kriegt eine Pyramide.
Dann habe ich mir noch was Besonderes überlegt, weil wir eine lange Tradition haben auf den Gulasch-Programmiernächten mit Spielen, die gespielt werden. Auch Programmierspiele, aber es wurden auch andere Spiele gespielt. Habt ihr vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. So dass ich dachte, die mal wieder vorstellen, so ein bisschen, das wäre nicht schlecht. Und da habe ich mir was Besonderes wieder überlegt und brauche dafür 4 Unfreiwillige. Die Glücksfee müsste mir jetzt noch 4 Leute ziehen. Ich hoffe, du hast es nicht wieder reingepackt, oder? Gut. Du kannst es mir einfach rausgeben, dann lese ich es vor, wenn du ziehst. Bitte ich den Nanok auf die Bühne. Kann mir jemand diesen Tisch runterstellen? Den Fred. Den Kupe, wenn der da ist. Oh, und die Deborah. Da haben wir jetzt natürlich, muss ich überlegen, du darfst dich eh nicht setzen, du musst nämlich gleich was machen. Und zwar, kannst du das Sofa noch runterstellen? Das, ich glaube, der braucht einen Platz, ja. Ja, genau, hier. Zieh das mal vorne runter. Sie ist natürlich jetzt meine Glücksfee, deswegen muss ich da gucken, was ist denn jetzt die andere Tasse, die haben sie mir weggenommen. Ja, mach mal 0.ODP rein. Ihr werdet mich jetzt schon hassen, weil ihr das schon im Kindergarten gehasst habt. Also ich spiele jetzt selber Glücksfee. Oder Laura, willst du Glücksfee machen? Nur was ziehen. Glaubst du? Nicht vorlesen. Das ist Pantomime. Das Prinzip ist so. Nicht gleich wieder, aber. Das Prinzip ist so, dass du, liebe Deborah, du bist jetzt das Testobjekt, du darfst es nicht vorlesen. Deswegen kriegst du auch kein Mikro, du darfst keine Töne machen. Und du musst jetzt das, was auf diesem Zettel steht, vorführen. Du hast natürlich jetzt ein bisschen gelitten, weil du nicht so viel in GPN warst. Wie viel GPN warst du es? Das ist deine erste, oder? Ah. Ah, das ist aber super. Das ist geeignet, das kannst du auch so vorspielen. Das musst du jetzt pantomimisch erklären. Darf ich auch Buchstaben machen? Nein. Die 3 müssen raten. Das Mikro geben? Ja, mach ich. Ich sehe das als unlösbar an, ich möchte gerne eine andere. Du musst ja schon ein bisschen Mühe geben. Was ist das überhaupt? Ich habe nie gehört. Ja. Improvisiere. Ich habe den Begriff wirklich noch nie gehört. Ich kann mir, du bist ungeeignet. Geh außenrum. Den Andi hätte ich dann gerne. Den gleichen Begriff. Ja. Deborah? Ah, du willst es vorstellen. Ihr müsst es jetzt raten, gib ihnen das Mikro. Nerd. War Manuels Lisp-Vortrag ein wenig zu schnell? Ihr müsst ein Spiel erraten, ja? Lisp-Workshops? Type-Speed-Schneckenrennen? Nein. Das war aber ein guter Versuch. Du musst auch was machen, Andi. Party-Gen-Spiel auf der GPN. Wann war das? Auf der GPN 7.
Das war das Party-Programmierspiel auf der GPN 7. Ich pfeife nie, glaube ich. Stimmt die Uhr? Ist wirklich 9:30? Der Font ist scheiße installiert. Genau, das Party-Programmierspiel. Da ging es darum, dass man einen kleinen South Park-Charakter machen musste, programmieren musste, der dann die Partys ankündigt, beziehungsweise auch manchmal nicht ankündigt, damit nur die coolen Leute kommen, nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige. Also künstliche Intelligenz war da erforderlich auf der GPN 7. Ein kleiner Hinweis auf Leute, die gestellte Fotos machen. Liebe Dividuum, liebe Lauri, wenn ihr gestellte Fotos macht, macht bitte den Müllbeutel mitten im Bild raus. Der ist da drunter, ich habe ihn abgeschnitten. Genau. Wie geht's weiter? Machst du wieder 0 rein? Es gab keine nicht gestellten Bilder davon. Ich bin verwirrt. Dann, wer hat's denn geraten gehabt? Fred, oder? Dann Fred, dann darfst du jetzt Pantomime machen. Ist das geraten? Nee. Doch. Und gib dir ein bisschen Mühe, ja. Also nicht so eine lasche Nummer. Keine Geräusche machen. WTF. Wir hatten kein Drogenspiel bisher. Das Schnelltipprennen? Type-Speed-Schneckenrennen? Ja, lass es gelten. Er hat versucht, eine Schnecke zu machen. Das ist nämlich... Das stimmt, ich kann ja meinen Assistenten hier nutzen. Die 1, bitte. Genau, da habe ich ja vorhin schon ein bisschen was erzählt. Da ging es, wie gesagt, darum, schnell tippen zu können, was er uns schön vorgeführt hat, was ihr auch nach nur wenig Versagen hingekriegt habt. Wer war denn das diesmal? Das war Kupe, oder? Ja. Ja. Nein. Doch. Andi war's. Okay, nein, Andi. Ich habe nicht den richtigen Namen gesagt. Kupe war noch nicht dran, deswegen, eben. Ich habe mit Kupe in Erinnerung. Das habe ich auch gedacht. GPN 1, dieses komische... Okay. Das Pflanzenwachsspiel in... Er meint Elsied. Elsied, meine ich das? Ja, es gab einen... Falsch. Mach mehr. Das Publikum darf jetzt auch raten. Ach so, nee, darf das Publikum nicht mehr raten. Doch, man kann viel machen sogar. Nee, mach mal. Pac-Man? Auf der GPN, du Hornochse. Okay, Zeit ist um. Nummer 2. Es gibt echt nicht viele von den Dingern. Also, wenn wir allein aufzählen, würde funktionieren. Irgendwas muss ich hier rausziehen, wenigstens ein bisschen Zynismus. 2. Das war das Infon-Spiel. Da ging es darum, dass man einen kleinen Agenten praktisch bauen musste, der Pflanzen frisst und die anderen Agenten tot macht. Das wurde gespielt, ich glaube, zum ersten Mal auf der GPN 4 oder 5, weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, 2 GPNs, GPN 5 und GPN 6 in der FH. Und es kam sehr gut an, also da unten sieht man auch schon einige Leute. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt vom, doch wahrscheinlich ist es von GPN. Ja, von Dividuum programmiert. Haben wir davon gesehen. Sehr fleißig beim Sachen machen.
dann darf der Benedikt Pantomime machen. Auf ihn, er kann jetzt echt die Show retten. Was ist so ein Spiel? Das ist schon ein Spiel gewesen. Ich habe es ein bisschen nicht so genau genommen mit dem Spiel. Es war kein Programmierspiel, den Hinweis. Aber wir haben darüber schon gesprochen heute. Du musst was machen. Jetzt ist es L-Seed? Es ist kein Programmierspiel. Das sind die Streichholztürme, die abbrennen? Ja. Ja, das ist ja. Ach so. Moment. Ja. Die 3 bitte. Genau, da haben sich wirklich 60 Leute irgendwie, glaube ich, getroffen, um diese Türmchen aus Streichhölzern hinter dem AKK zu machen und dann ein Feuerchen zu machen aus dem ganzen Ding. Also die wurden erst gebaut und dann abgebrannt. Echt, die wurden auch noch verbunden. Ja, genau. Das hat Spaß gemacht, glaube ich. Sieht man hier auch. Ich glaube, das ist noch eine zweite Folie, bin ich ganz sicher. Nicht? Ah, dann habe ich. Wollte ich machen, hab's nicht. Dann darf Fred wieder, weil er ja gewonnen hat. Kann mir jemand die Uhrzeit gerade sagen? 20:10. Super. Hinweis, manchmal habe ich hier auch Game-Shows drin. Mach mal. Partyspiel war doch schon. Oh Mann. Gulaschbeiz. Wie bist du da drauf gekommen? Er hat was gebissen. Du hast jetzt den ganzen Veranstaltung für mich gerettet. Ihr beide, allein. Ich bin euch so dankbar. Die 8 bitte. Ja, das ist das Spiel. Ich weiß nicht, die meisten waren eh gestern da. Da geht es darum, Bilderrätsel zu lösen. Und das war das Bilderrätsel, das wir da sehen. Das müsste ein C-Bit gewesen sein. Genau, da ist vielleicht noch eine zweite Folie, aber ich glaube auch nicht. Nö. Okay, dann, du hast es vorgeführt und dann darfst du wieder. Achso, ja. Belohnungsprinzip, ja, du darfst ja jetzt wieder dran, das ist super. Was macht man mit Spaghetti und Klebeband auf der... Was das ist kein Jeopardy, du darfst einfach antworten. Türme bauen aus Spaghetti und Kreppband auf der GPN 10. Das war ziemlich cool. Irgendwann stand letztes Jahr dann auch so ein geodäsischer Dom, weil jemand Bock hatte, das mal zu bauen, dann aus Spaghetti ist aufgebaut. Was? Ja, natürlich, ach so. Ja. Ich bin ein bisschen müde. 4, bitte. Genau, so sah das dann aus. Da hinten sieht man den geodäsischen Dom auch. Ich habe leider kein besseres Foto gefunden. Das war aber da, als dann schon irgendwie, ich glaube, Tüdel, der Große, der hier rumrennt, hatte da schon Godzilla gespielt. Da hat sich irgendwann so Getränkekästen auch noch an die Beine reingemacht, sodass es so über 220 war, 2,20 Meter waren, ist dann einmal durch die Spaghetti-Stadt durchgelaufen. Das war letztes Jahr. Fand ich sehr geil. Moment, wer hat das geraten? Andi? Andi. Er werdet langsam besser.
Da kommt aber bestimmt jemand drauf. Ich hab schon gehört. Benedikt hat es gesagt, hat es nicht getraut, selber zu sagen, weil er so schüchtern ist auf der Bühne. Ich habe es auf einem Zettel gelesen, weil du so schlecht hingehalten hast. Ich hätte es auch erraten. Aber das war, er hat sich wirklich Mühe gegeben gehabt. Ich hätte es erkannt. Nummer 6. Wieso darf ich das nicht raten, wenn ich sowieso die ganze Zeit rate? Genau, da ging es darum, eine Pflanze zu steuern, die dann hoch wächst und den anderen Licht wegnimmt. Also ich glaube, dieser Kapitalismusgedanke mit dem Wegnehmen und so weiter ist in allen Spielen irgendwie drin. Da sollte man vielleicht mal über alternative Gaming-Konzepte noch nachdenken, aber das kam auch gut an. Ich glaube, so 50 Leute, wahrscheinlich weil das die Sprache so basic-nah war, haben da halt sehr viele Leute mit gemacht. Und war irgendwie bunt und irgendwie haben die noch irgendwie komische Effekte und Regen und so eingebaut. Und naja. Auch hier keine zweite Folie. Ich will das. Hast du gelesen, was ist oder was? Karaoke? Du. Hallo, zweite GPN. Ich weiß das alles nicht. PowerPoint-Karaoke. Ich brauche bessere Assistenten. Ich sehe das schon. Die 9. Genau, das hat ja schon ein bisschen Tradition. Das wird, glaube ich, irgendwo in Berlin mal erfunden und das haben wir dann auch ein paar Mal gemacht. Mit ein bisschen Erfahrung und so. Da geht es halt darum, für die, die es nicht kennen, die meisten werden es kennen, ich erzähle es trotzdem, wenn es dann doch jemand nicht kennt, da geht es darum, dass man PowerPoint-Folien vorgesetzt kriegt und dann Karaoke dazu machen muss. Nämlich allerdings mit dem kleinen Nachteil, dass man die Folien nicht vorher nicht kennt. Das ist dann manchmal, führt es so Situationen. Genau. Wer hat es geraten gehabt? Hupe. Was sind Papierflieger? Nee, ich bin schon wieder. Ja, ich hatte mal. Das sind ziemlich schlechte Papierflieger. Kommt drauf an, wer sie gefaltet hat. Hacker Jeopardy mit Buzzern drauf? Ja. Danke. Ich habe schon gedacht, ihr kriegt es nie aus. 7. Ich habe hier null Feedback. Genau. Da geht es darum, mit Jeopardy, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ist eigentlich. Also da geht es darum, dass man eine Frage stellen muss zu Antworten, die man schon vorher hat. Und das war eine Software, die ich nicht benutzen wollte, die Fred damals mal geschrieben hat. Er hat sein erstes C-Programm. Das Problem war nur, ich glaube, er wusste noch nicht, dass man Speicher nicht einfach benutzen darf, sondern man muss ihn auch vorher allozieren. Für die Leute, die schon mal irgendwie so von Speichermanagement gehört haben, ist das sicher spannend gewesen, was dann zu leichten Schwierigkeiten geführt hat. Ein Problem war auch, dass wenn du bei Jeopardy eine Fragezeile Frage machst und eine Zeile Antwort, dann kommst du irgendwann mal durcheinander bei so vielen Fragen, wenn du so einen Plaintext-File hast. So. Vor allem habt ihr die Antworten Fragen genannt und die Fragen Antworten. Genau. Ich habe nämlich Fragen und Antworten beigesteuert.
Man sollte halt schon über das Game-Show-Konzept nachgedacht haben, bevor man so eine Software schreibt, aber gut. Dann danke ich euch. Kannst du eine neue PowerPoint-Präsentation aufmachen? Dann improvisiere ich das jetzt noch. Also bei dem ganzen Abend jetzt oder meiner Vorstellungsrunde, wo dann alle anderen versagt haben, außer ich, fast. Ach, ihr kriegt noch einen Preis. Ja. Genau, es geht ja um GPN-Geschichte. Ich glaube, Cooper hat gewonnen, oder? Oder Benedikt? Streitet euch drum, ja, wolltet ihr auch alle nicht irgendwie antworten. Ihr kriegt ein T-Shirt und zwei Aufnäher. Wollt ihr noch eine Pyramide? Ja, bitte. Ja. Aber ich habe auch gestern einen 10, zu dritt haben wir einen 10-Euro Gutschein gekriegt. Ich weiß nicht, ob wir uns dann irgendwie, was kaufen wir uns davon? Unterwäsche? Naja. Genau. Genau, es geht ja um GPN-Geschichte und da habe ich noch ein Anliegen, weil ich mich zusammen mit Johann um die Party gekümmert habe, wo wir jetzt auch schon irgendwie zweimal umgebaut haben und so weiter. Ihr könnt heute Abend jetzt GPN-Geschichte schreiben und es ist ganz einfach, wenn mehr als 5 Leute tanzen, das ist legendär. Das, genau. Ja. Also wir haben 4 DJs, beziehungsweise 2 Live-Acts und 2 DJs und 4 VJs, das sind schon mal 8 Leute. Wenn noch weitere 5 tanzen, ist es schon eine Party. Genau. Es gibt, also ich erkläre das kurz, weil hier wahrscheinlich eh viele gerade da sind. Er hat ja schon gesagt, es wird damit anfangen, dass wir 2-mal live haben. Alle vom Soundlabel Itchy Eager hier aus HFG. Die machen normalerweise sehr viel neue Sachen. Heute habe ich sie gebeten, was Tanzbares zu machen. Habe auch schon ein paar Sachen im Studio gehört. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Und wie gesagt, ist zu jeder Session gibt es immer einen VJ. Das heißt, da sind auch mit Spaß und Visuals und so. Genau, danach legen Leute auf, unter anderem Benedikt. Lobenswerterweise. Und eine Besonderheit haben wir nämlich noch, nämlich Moment, lass mich rechnen. In der dritten Session, das ist um 1 Uhr, wird die Christiane auflegen und der Kupe macht Visuals und zwar live-coded. Das heißt, da wird der Code geschrieben, wo dann so bunte Bilder macht. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn ihr alle einfach kommt. Und ihr müsst verstehen, bei Partykonzepten ist es häufig auch gut, wenn Leute hingehen. Das solltet ihr dann tun. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Und jetzt dürft ihr gehen. Und um 10 ist, glaube ich, jetzt. Ja, gleich. Also weil ich weiß nicht, ob es pünktlich anfängt, weil ich nicht beim Aufbau sein konnte, aber fängt es pünktlich an? Kupemum, hast du dich um nichts gekümmert? Im Moment, du saßt da hier, Entschuldigung.